Ja, hallo liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns in Augsburg beim ersten PCI Alpencup. Und um mich herum ist Baustellensituation. Schon seit 2 Tagen werkeln hier fleißig 5 Teams mit jeweils 2 Leuten aus 5 Alpenländern an diesem Badezimmergebilde. Und neben mir steht Tim Necker, der ist einer der beiden Teilnehmer von dem deutschen Team, der Kollege der Silas Dühle. Mit dem machen Sie das zusammen. Genau. Und ich habe Ihnen ja vorhin schon so ein bisschen zugeguckt. Sie sind ja hier richtig rumgerannt. Also das ist schon Leistungssport, was Sie hier machen. Ja, heute sind wir sehr gut ins Schwitzen gekommen. Also der Zeitdruck ist sehr groß. Die Aufgabe ist ziemlich anspruchsvoll. Und es in der Zeit fertig zu bekommen, ist nicht das Einfachste. Also da muss man es gut laufen lassen. Ja. Was ist der Unterschied zu einer Baustelle, zu einer normalen? Hier haben wir jetzt an sich gar nicht so große Unterschiede. Gerade so Waschtische, die Nischen, Schieneneinarbeitung, das machen wir alles auf der Baustelle auch, das ist alltäglich. Aber gerade diese Segmentbögen, die Rundschnitte, das ist was, das ist das kleine Extra, was wir machen dürfen. Genau, die Herausforderung sozusagen. Genau. Ja. Jetzt haben Sie Abitur gemacht und haben sich ja dann entschlossen, Fliesenleger zu werden. Was war Ihre Motivation für den Beruf? Ist eigentlich relativ spontan gekommen. Ich wusste nicht, was ich studieren soll, was ich machen soll nach dem Abi. Wir haben daheim einen elterlichen Betrieb. Und dann dachte ich, ach komm, bevor ich jetzt nichts mache oder irgendwas frei raus studieren gehe, mache ich lieber eine Lehre für 2 Jahre und habe was in der Hand und kann darauf aufbauen. Ja. Jetzt ist es ja fast fertig, das Schmuckstück. Haben Sie ein gutes Gefühl oder gibt es noch so einige Ecken, wo Sie sagen, oh, da müssen wir noch mal dran? Dafür ist die Zeit nicht mehr zum noch mal was ausbessern, aber bisher sind wir eigentlich zufrieden mit unserer Leistung. Also dafür, für den Zeitdruck, wie wir schaffen mussten, können wir uns nicht beschweren. Okay, vielen Dank. Gerne.